Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Mein Name ist Sophie Schönwiese und ich freue mich sehr, dass du heute wieder eingeschaltet hast und vielen herzlichen Dank für deine Lebenszeit, die du mir heute wieder schenkst. Heute geht es um das Thema Mobbing und vom Opfer in die Schöpferrolle, von der Opferrolle zum Schöpfer, so heißt es. Also, heute möchte ich dir von meinen Erfahrungen erzählen. In meiner Schulzeit wurde ich leider Gottes sehr, 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 sehr stark gemobbt. Aber heutzutage weiß ich, dass das eigentlich eine Einladung vom Universum war, mich selbst zu akzeptieren. Und darüber möchte ich heute reden. Als ich damals gemobbt wurde, habe ich mich selber überhaupt nicht akzeptiert. Ich fand mich schrecklich, ich fand mich nicht dazugehörig und ich fand mich nicht gut genug. Das heißt, alles auf einmal hatte ich. Ich hatte alle diese Glaubenssätze in mir und ich war fest davon überzeugt, dass ich nicht gut genug bin. Ja, ich habe es schon in vielen anderen Videos erwähnt, ich bin auch einfach irgendwie anders und darum habe ich mich auch nicht dazugehörig gefühlt, weil ich immer schon irgendwie naturverbundener war und irgendwie, ja, einfach anders. Lassen wir es dabei. Auf jeden Fall wurde ich dann recht stark gemobbt. Und ich weiß mittlerweile, dass es deswegen ist, das Gesetz der Anziehung. Ich selber habe mich nicht akzeptiert. Das heißt, die anderen, die mich gemobbt haben, haben mich so gesehen auch nicht akzeptiert, weil sie unbewusst gemerkt haben, diese Person akzeptiert sich nicht. Wieso soll ich sie dann akzeptieren wahrscheinlich, ja? Das heißt, ich bin der Meinung mittlerweile, dass jedes Opfer, sage ich jetzt mal, auch selbstverantwortlich ist für das, was es bekommt. Weil du bist immer selbstverantwortlich für das, was du in dein Leben ziehst. Das heißt, deswegen erwähne ich es ja auch immer so oft, dass es ganz wichtig ist, dass man sich selbst akzeptiert. Das ist auch der erste Schritt, den ich dir mitgeben möchte. Selbstakzeptanz. Das heißt, egal ob dich andere akzeptieren, es ist wichtig, dass du dich akzeptierst. Und wenn du dich akzeptierst, dann werden dich auch die anderen besser akzeptieren können, ja? Also wie bin ich dann also aus dieser Opferrolle rausgekommen? Die Schulzeit war so Ende und ich war irgendwie immer noch fertig. Ich habe dann Therapiestunden gehabt, ja? Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht dann darum, dass ich mich eben mit mir selbst beschäftigt habe und dadurch gemerkt habe, dass ich eigentlich gar nicht so schlecht bin, ja? Und das ist ganz wichtig, dass man sich auch wirklich bewusst wird, woher kommen diese Glaubenssätze und wieso passiert mir das, wieso ziehe ich das in mein Leben. Und dann habe ich eben angefangen zu meditieren, Affirmationen zu sprechen und mich eben mit mir selbst zu beschäftigen. Und dann ging es immer mehr bergauf, weil ich immer mehr gemerkt habe, wie wundervoll ich bin und das bist du auch. Ja? Also, was ich dir in diesem Video eigentlich nur mitteilen wollte, ist, dass du selbst der Schöpfer deines Lebens bist, egal was du in dein Leben ziehst, ja. Da haben wir wieder, wie gesagt, das Gesetz der Anziehung. Wenn du die ganze Zeit denkst, dass du so hässlich bist, dass du so schier bist, dass du so, was weiß denn ich, so dick bist, keine Ahnung, dann werden das die anderen Menschen auch irgendwie aufnehmen. Also achte auf deine Gedanken, denn sie werden Taten erzeugen. Das ist wirklich so, ich spreche aus Erfahrung. Mittlerweile akzeptiere ich mich sehr, sehr gut und führe ein sehr schönes Leben. Und genau das wünsche ich dir auch. Also, mit diesen Worten möchte ich mich auch verabschieden und sage wieder alles Gute. Tschüss, eure Sophie.